Moin und herzlich willkommen bei Let's Bets Batman Arkham City. Wie ich wieder Folge. Arkham Asylum sagen wollte. Ich wollte Scribblenauts sagen. Los! Hallo! Hat hier jemand die Güte zu antworten? Ich habe nur von euch verlangt, dass ihr ein paar beknackte Maschinen aufstellt. Und was ist? Nicht einmal das könnt ihr! Ich hoffe, dass euch Batman jeden einzelnen Knochen bricht. Ich hoffe, dass ihr da nicht und verzweifelt nach Luft schnappt, weil eure Lungen von euren Rippen durchbohrt wurden. Wenn dem nicht so sein sollte, dann rate ich euch, euch aufzuraffen und die Beine in die Hand zu nehmen. Ja, denn nach Batman kümmere ich mich um euch. Könnte meine Eltern ein Aggressionsproblem? Vielleicht sollte sich Bugteeth einfach mal so ein bisschen den Pinguin angucken, um sein Pöbel-Solo variieren zu können. Hätte doch mal was. Ja. Du wusstest, ich gerade nicht gekommen bin. Ich glaube, Folge 9 sind wir mittlerweile. Ach so. Hallo. Um euch nochmal endgültig begrüßt zu haben. Für diejenigen, die sich übrigens wundern, warum Batman am Anfang und am Ende unserer Folgen immer so lustig auf und abhüpft. Sehen die das überhaupt? Ja, ich glaube, das taucht schon auf den Aufnahmen dann teilweise noch auf. Oh, hier ist das. Das liegt einfach daran, dass das Bandicam, das Programm, mit dem wir das Spiel hier aufnehmen, dem muss man Tasten zuweisen, um die Aufnahme zu starten und zu stoppen. Und das ist einfach in diesem Fall dieselbe Taste wie Ducken. Und da wir... So hatte ich mir meinen Abgang nicht vorgestellt. Wenn wir dann halt die Aufnahme beenden, dann duckt er sich eben automatisch. Oder wenn wir sie starten. Tiger Zentrale, hier Air Tiger 7. Wir nähern uns jetzt der Zielposition. Die Gasse ist menschenleer. Wärmeabtastungen zeigen keinerlei Aktivität. Sekunde. Da liegt ein Körper, ist offenbar unbekleidet. Wärmesignaturen. Ist noch nicht lange tot. Mann. Sieht aus, als hätte man seine Gesichtshaut weggeschnitten. Wie ungewöhnlich. Setzen Sie Ihre Patrouille fort, Captain. Keiner der Insassen geht nach diesem Muster vor. Ich vermute, da ging es um irgendwelche Revierstreitigkeiten. Vielleicht sollte das eine Botschaft sein. Bestätigt. Igitt, das schauen wir uns an. Das schauen wir uns an und das ist ja für diejenigen, die damals in der Kirche aufgepasst haben, nicht der erste... Sterben. Die Leuten einfach vorbei. Ist nicht die erste Person, die sich hier ohne Gesicht antreffen lässt in Arkham City. Sondern. Ich hab ihn! Sondern in der Kirche hatten wir auch schon ein Opfer, das kein Gesicht mehr hatte. Das war ja kein Opfer, sondern der hatte sich das Gesicht selbst angeschaut. Genau. Vorsicht, Minen. Ich wollte gerade sagen, hier war das entweder in diesem oder in anderen Spielen. Es muss bessere Orte als Gotham geben. Frisco, Vegas, ach was, von mir aus sogar Bloodhaven. Wenn ich das überlebe, verschwinde ich aus Gotham. Super. Wobei ja Bloodhaven oft als die hässliche Schwester von Gotham irgendwie gesehen wird. Ich weiß gar nicht, sind wir schon groß auf Bloodhaven eingegangen? Ich weiß es gerade selbst noch nicht. Also Bloodhaven ist halt so eine Nachbarstadt quasi von Gotham. Und ist die Stadt, in der Nightwing dann aktiv ist, in den meisten Fällen. Und also Nightwing sagt sich dann halt irgendwann von Batman los, nicht im Sinne von, er kehrt ihm den Rücken, sondern er will halt aus seinem Schatten treten, deswegen ist er ja dann auch irgendwann nicht mehr Robin, sondern eben Nightwing. Und er wechselt dann eben auch die Stadt. Er überlässt eben Batman Gotham und selbst räumt er dann in Bloodhaven auf. Und es gibt halt Leute, die das dann so sehen, Bloodhaven ist halt ähnlich korrupt wie Gotham, aber Nightwing ist halt einfach nicht Batman. Also so wie Batman aufräumen kann er eben auch nicht. Deswegen Bloodhaven dann oft als noch rummeliger irgendwie dargestellt wird. Gleichzeitig hat es natürlich auch weniger so High-End-Bösewichte wie Gotham. Also ich glaube, Bloodhaven wird nicht... Ich sollte den Tatort scannen, um die Todesursache festzustellen. Vor allem Bandenkriminalität hauptsächlich. Genau. Und Blockbuster. Blockbuster ist der große Gegenspieler von... So. Scannen wir doch mal. Die Gesichtshaut des Opfers wurde entfernt und der Kopf mit Verbänden umwickelt. Im letzten Monat gab es in Gotham 3 Morde mit immer der gleichen Vorgehensweise. Die Presse hat dem Mörder den Spitznamen Identitätsdieb gegeben. Wenn er jetzt in Arkham City ist, muss ich ihn finden und aufhalten.
Der Angriff hat das Opfer sehr stark bluten lassen. Der Mörder trägt mit großer Wahrscheinlichkeit Spuren des Blutes an sich, ohne es zwingenderweise gemerkt zu haben. Wenn ich die Scan-Ergebnisse so filtere, dass sie die Blutpartikel des Opfers zeigen, führen sie mich vielleicht zu der Person, die das Opfer zuletzt lebend gesehen hat, oder zum Mörder. Genau, und das kennen wir auch schon aus Arkham Asylum, wenn wir irgendwelchen Spuren folgen müssen. Der Detektiv sich so Alkoholspuren in der Luft oder irgendwie Gordons Lieblingstabak und so. Wenn Joker stirbt, übernimmt dann der Pinguin. Er ist noch schlimmer als der Clown. Wir konnten Batman eindeutig identifizieren. Vorsicht! Batman ist hier! Und schon wieder ein klingelndes Telefon. Ja, leider, das Telefon hat sich halt gerade rausgeholt. Ich wollte eigentlich einen Doppelausschalten machen, aber ich glaube, die standen nicht mit dem Rücken zu mir, ne? Nee, die hatten dich sowieso schon gesehen. Wir konnten Batman eindeutig identifizieren. Er tritt den Jungs da unten ordentlich in den Arsch. Das finde ich auch schön, dass der Tigermann das so probiert. Ich fand es auch passend, dass dazu direkt einer von den Gangstern gerufen hat: Komm schon, Batman, ich trete dir in den Arsch. Ja, hat die kleine Federmaus an. Zielperson Batman, wenn ich fertig bin, dann krieg ich nicht mal Mutti wieder. Komm schon, Batman! Ausgeschaltet, Batman lebt. Hol du auf mich, Batman! Ich werde dich finden! Ja, mal wieder zurück in den Detektivmodus. Hinter dir ist die Spur. Da links. Ja. Links weiter. Oder willst du jetzt ans Telefon? Nee, möchte ich nicht. Sagen. Da geht's weiter. Warum hast du ihn umgebracht? Ich war das nicht. Ich bin kein Killer. Ich bin ein verdammter Klempner. Du musst mir glauben. Ich muss gar nichts glauben. Sag mir, was du gesehen hast. Da war dieser Kerl. Er hat dort eine Leiche hingelegt. Er sah seltsam aus. Auch wenn du mir das nicht glaubst. Er sah aus wie Bruce Wayne. Was? Ich weiß. Jemand muss ihn erwischt haben. Er hatte überall Schnittwunden und blaue Flecken, aber er war es ganz sicher. Das arme Schwein trägt bestimmt sowas wie eine riesige Zielscheibe auf dem Rücken. Ihn hat sicher so gut wie jeder in Arkham angegriffen. Es könnte noch mehr Opfer des Identitätsdiebs in Arkham City geben. Ich sollte die Augen offen halten. Dam, dam, dam. Ja, wieso sollte Wayne das Gesicht von jemandem so zurichten? Schon komisch, oder? All diese Verbände. Sein Vater war ein berühmter Arzt, aber Bruce hat sein ganzes Geld mit Weibern durchgebracht. Wer immer Wayne auch aufgeschlitzt hat, wusste, was er tut. Wayne ist bestimmt durchgedreht, kann ich gut verstehen. Ich hätte es garantiert gar nicht erst so lange durchgehalten. Wer immer Wayne auch aufgeschlitzt hat, wusste, was er tut. Ja, jetzt haben wir alles durch. Ja, sieht so aus, als müssten wir Bruce Wayne fahren. Oh. Lauf! Versteck dich! Weiß? Okay. Da wird gekämpft. Schon drauf anlegt. Liegen alle am Boden. Ja. Und da ist dann eben zum Beispiel dieses Fledermaus-Dingens ganz praktisch, weil wenn du das hast, kannst du danach, glaube ich, auch so ein Multi-Battle-Rain freischalten. So. Also nach dem Fledermaus-Schwarm. Damit du dann während der Combo alle Leute ausschalten kannst, die am Boden. Ah, ich verstehe, ja. Oh Gott, machen wir das Telefon? Ja, komm, gehen wir ans Telefon. Wo ist es denn? Ich verstehe es gerade nicht mal. Da oben. Hallo, Batman. Kennst du meine Stimme noch? Victor Zsasz. Höchstpersönlich. Freut mich, dass du dich erinnerst. Ich werde dich nie vergessen. Ich habe mir ein ganz besonderes Spiel ausgedacht, Batman. Nur für dich. Klingeling. Klingeling. Ah, okay. Achso, da hat er jetzt erstmal noch gar nichts weiter gesagt. Okay. Sehr gut. Das Museum, hä? Batman wird irgendwas daraus dringend brauchen. Vorsicht, die Fledermaus! Das sind immer so schön einfache Erfahrungen. Stimmt. So, aber ich wollte zurück zur Hauptmission. Findest du nicht, dass Batman an den Störgeräten nicht vorbeikommt? Hatte ich keine Ahnung, wie er das.
das geschafft hat. Pinguin sagte, ach, guck mal, da ist die Kamera. Klasse. Dezent. Das will ich auch angucken. Haben Kamera in Sektor 1 verloren. Ja, die haben das Museum wieder nicht. War ja klar. Hätte ich auch gemacht. Batman! Er ist hier! Was ist das? Ah, ja, ich sehe schon. Ein Messer! Ein Messer! Sehr ist nochmal was von uns. Aber jetzt würde ich sagen, du wirst hier hast du gesehen, was für ein schöner Kombo-Wert das war? Ja. Hammer gut. Eine neue Nachricht vom Joker verfügbar. Ach, witzig. Ich sollte rechts. Wo denn? Bei den Biografien vielleicht? Da, ja, und ja, ich sehe das gerade, aber ich kann es noch nicht runterschalten. Da, jetzt hat er den. Von Strange? Achso. Wie fühlen Sie sich, Wayne? Genau, das ist das, was wir gefunden haben in Crime Alley. Über die das Blut ihrer Eltern. Dass ich da nicht schon früher dran gedacht habe. Ein direkter Draht zu meinem besten Freund auf der ganzen Welt. Stell dir das vor. Ich kann immer anrufen, wenn mir langweilig ist. Ich glaube, den hat ich schon. Doch, stimmt, den erreicht eine schon. Neue Ebene. Ja. Wer weiß, vielleicht schreiben wir... Sie haben einen haben verpassten Anruf. Klingelingeling. Mir fiel gerade ein, wann es zum ersten Mal passiert ist. Es war etwa 6 Monate, nachdem du mich auf dem Dach der Anstalt zurückgelassen hast. Während meine Knochen wieder zusammenwuchsen, hatte ich eine Menge Zeit zum Nachdenken. Wie hält man etwas vor dem größten Detektiv der ganzen Welt geheim? Kennst du die Antwort? Ganz einfach. Man platziert es direkt vor ihm. Direkt unter seiner spitzen Nase. Und dann wartet man. Okay. Also wir sehen, das ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile genau, her. Sechs Monate. Gerade das alleine 6 Monate nach den Ereignissen von Arkham. Oder den Ereignissen von Arkham Asylum der Joker auf die Ideen gekommen ist, hier so viel Scheiße anzustellen. Also ist doch schon einiges an Zeit vergangen. Willkommen am Cyber-Sydney-Institut für Naturkunde. Alle Besucher müssen sich durchsuchen lassen. Dies ist Teil der Anstrengungen zum Schutz unserer einzigartigen Sammlung. Ah ja, guck mal, jetzt können wir das Ding. Dinosaurier. Ha! Die sind nicht sehr gut, was ihre Sicherheit angeht. Und kaputt. Ja. Schöner animatronischer T-Rex. Ist das wohl der, den er sich dann später in die... Die Bathöhle stellt? Weiß ich nicht. Ah, der hat Körperschuhe. YTT, right. Fände ich witzig, es gibt dann jemand einen Comic. Ich weiß ja bis heute nicht, warum dieser T-Rex in der Bathöhle drin steht. Da gibt es sicherlich eine Story zu, aber ich habe noch nie nachgeguckt, welche. Dann stellt sich während eines Comics heraus, dass Batman sich den natürlich nicht einfach nur so in die Bathöhle stellt, sondern den hat er natürlich auch noch präpariert, dass für den Fall eines Angriffes er den auch noch irgendwie so ein bisschen steuern kann. Und dann nutzt er halt diesen riesigen animatronischen T-Rex, um jemanden kaputt zu treten. Ist da einer drin? Ja. Das sind wahrscheinlich so Exponate. Ja, stimmt. Ja, so Ausgrabungsdinger. Gegenseitig zu verbringen. Er trägt Körperpanzerung. Ich muss eine Reihe von schnellen, konzentrierten Angriffen ausführen, um seine Abwehr zu durchbrechen. Ah, ich erinnere mich. Genau, jetzt lernen wir so nach und nach die neuen Gegnertypen kennen. Messer haben wir jetzt schon gesehen. Und, guck mal, der hat sogar Messer und Körperpanzerung. Die kann ich nicht. Genau, gelb leuchten. Dann musst du... Messerkonton war ich aber auch nie. Ich hab die dann einfach immer mit dem Umhang. Ja,
habe ich auch gerade gemacht. Aber irgendwann kann man halt so ein Messerkonter ausschalten erlernen. Die Zeit, ja. Sieht sehr nach League of Assassins aus. Und ja, wir sehen schon, der Pinguin hat hier die ganzen Ausstellungsräume umgebaut. Das ist natürlich hier Scarface vom Ventriloquist. Ja, und er hatte halt irgendwie Andenken an seine ganzen Rivalen. Ja, er stellt halt hier irgendwie alles Eroberungen und Trophäen aus. Und wir haben ja schon gehört, aus diesem Grund hat er wahrscheinlich auch Mr. Freeze hier eingesperrt. Wen haben wir da noch? Keine Ahnung. Ein Vögelchen hat mir verraten, dass Bruce Wayne schon bald zu meiner Sammlung gehört. Das ist Joker. Also einer von Jokers Leuten. Nein. Ich will nicht klettern. Ich will das benutzen. Diesmal geht der Witz definitiv auf die Kosten der Verlierer. Was muss ich machen, damit du aufhörst, diese Spinne zu mir zu schicken, Joker? Dich umlegen. Das macht er ja schon ganz gut selber. Achso, hier ist das nur die Rückwand von der League of Assassins Trolla. Bei Dano. Achso. Tiger. Ja. Jo. Ja, sie haben den Pinguin schon echt fies gemacht. Muss man sagen. Wildlife of the Jungle. Ja, das ist halt ein Naturkundemuseum, kein Kunstmuseum hier. Na, Catwoman? Nee, Zazz. Ist rausgebrochen. Ja. Okay. Ja, und da kommt dann Batman rein. Oder sollte Batman reinkommen. Stach direkt in meine Seele. Das wird die Krönung meiner Sammlung sein. Willkommen in Batman. Also er hat schon viel Mühe da reingesteckt, das muss man sagen. Aber ich habe noch nicht die Trophäe für Robin gesehen. Ja, ich glaube, die hat er auch nicht. Oh, sind da rein. Das weiß ich noch nicht. Aber im Zweifelsfall auslisten. Ja. Kann sein, dass sie einfach weitergeht? Nee. Ah, nee, hier ist einfach. Da ist nämlich ein Scharfschützengewehr. Also ein automatisches Gewehr an der Decke. Ah, ja, dann solltest du hier vielleicht nicht. Weil gehen. Da die. Ach so. Die rote Linie ist. Come on. Deswegen. So, das ist der Typ, den die gerade so malträtiert haben. Aber? Doch, ich glaube, mit dem kannst du reden. Du standst nur die ganze Zeit mit dem Rücken zu ihm. Ach so? Sie sind in Sicherheit. Vorerst. Gott sei Dank. Vielleicht sollten Sie ihm erst danken, wenn Sie meine Frage beantwortet haben. Wer sind Sie? Stand doch schon im Untertitel. Sorry, Mann. Ich bin Bulle. Gordon hat uns geschickt. Ich gehöre zum 13. Bezirk, zum Einsatzkommando. Bin von Anfang an hier gewesen. Wenn Gordon Sie geschickt hat, kennen Sie den Code?
Ja, ja. Er sagte... Oh Mann, wie war der? Der Code. Sofort. Sarah. Wir sollten Ihnen sagen, der Code sei Sarah. Sie sind in Sicherheit, Officer. Jones, Batman. Elvis Jones. Elvis lebt. Gordon sagte, dass er mit dem Gedanken spielen würde, ihr Team reinzuschicken. Er wollte wissen, was hier vor sich geht. Schätze, jetzt wissen wir es. Wir waren zu zehn. Wirklich? Hoffentlich sind wir es immer noch. Ich sagte Gordon, dass es zu gefährlich sei, sie reinzuschicken. Warten Sie. Wenn der Rest Ihrer Gruppe lebt, finde ich sie. Alles klar. Also, wir haben erfahren. Sammelobjekt. 10 Officers. Sammeln. Und 5 Wolfsfälle. 3 Drachenklauen. Okay, man. Wir haben Officer Best, Forrester, Strickland, Whitman, Miller, Michaels, Sanchez, Denning und Southwold. Sanchez? Was ist Southwold für ein geiler Name? Aber sehr sexistisch, waren alles irgendwie nur Kerle. Ja, genau. Genau, siehst du hier, da bin ich nämlich ja, genau, eben einmal da durch. Da hatten wir dann den... Also da hätte man dann, wenn man den, den Zugangsschacht übersehen hätte, hätte man dann gesehen, dass man da noch weiter kann. Ah ja, hier ist wieder okay, so eine... Hier geht wieder die Lichtschranke zu. Und da hinten wäre jetzt dann ist so ein Sequenzdings, genau. Den wir auch schon kriegen. Genau, weil wir diese Distanzerweiterung haben. Fancy. Triassisch. Na? Geht doch. Auf den ersten Schlag. First try. Nut, nut. Genau, nut, nut. Knock, knock. Der war immer so niedlich, Pinguin. Ist immer so eskaliert. New recruits this way. Neue Rekruten hier entlang. Ja, wir haben uns gerade entschlossen, wir heuern bei Pinguin an. Okay. Ich kann einen ferngesteuerten Batarang benutzen, um Schalter außer Reichweite umzulegen. Jetzt lernen wir auch das. Ja. So, Frage ist jetzt, wohin zielen? Wahrscheinlich irgendwo da drüber schießen. Ja, da, guck mal. Da ist der Schalter. Ach, guck mal, hat er auch genommen. Ja. Das war ja simpel. Ich guck aber erstmal noch hinter dich. Guck mal, da kannst du nämlich auch noch lang. Ist da noch ein Pinguin oder sowas? Nö. Hier wäre ach, guck mal, da ist ein Familienporträt der Cobblepots. Die kleine Auswahl. Wie auch unglücklich sie alle gucken. Ja, stimmt, es ist ärgerlich, dass wir das noch nicht machen können. Dass wir diese ganzen Rätsel noch nicht lösen können. Wie gesagt, ich habe ja eine Idee, wo wir das freischalten können. Das müssen wir dann nach dem Museum vielleicht mal machen. Bosskampf. Schreit zumindest gerade dazu. Kampfarena. Sanchez oder wie hast du drauf gemacht? Aber wie schön auch seine Hand jetzt bandagiert ist, weil wir ihm ja den Arm gebrochen haben. Nicht tun. Wie schön, dass er ein Kehlkopfmikrofon hat, weil er so Braucher ist. Ja. Und das. Der Bruder zu Mr. Hammer. Genau. Und Batman? Suchst du die Bullen? Den Eismann? Oder mich? Ich bin nur wegen Freeze und den Geiseln gekommen. Aber jetzt werde ich mich auch um dich kümmern. Oh, du jagst uns vielleicht Angst ein. Dir wird dein Lachen gleich vergehen. Ach was, echt? Hört zu, man könnte mich einen Sammler nennen. Ich liebe es, das zu besitzen, was andere begehren. Und was ich nicht habe, das hole ich. Okay, es ist so. Ich habe da hinten einen Schaukasten mit deinem Namen drauf, der nur gefüllt werden müsste. Haben wir sogar und wie schon es das Schicksal so will,
stehst du gerade genau da, wo ich dich haben wollte. Ach so. Also, was sagst du? Wirst du jetzt ein braver Junge sein und dich fein ergeben? Nein. Du wirst hier niemandem mehr Befehle erteilen, Cobblepot. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Sieh dich um. Dieser Haufen von Psychopathen bettelt nur darum, sich mir anschließen zu dürfen. Aber bedauerlicherweise nehme ich nur die Allerbesten. Und heute wird der Beste derjenige sein, der dich tötet. Kommt raus, Jungs! Kommt rein für die Aufnahme! Das ist mir noch nie aufgefallen. Außerdem das Fall in die Kirche hauen. Marcel kam! Wartet ihr noch? Verletzt ihn! Tut ihm weh, tut ihm weh! So, was ist denn hier? Auch mit Spaß, das könnt ihr nicht werfen mit Dingen. Das könnte jemanden verletzen. Großstadt. Ein bisschen schneller muss es schon sein. Ja, ich glaube auch. Es greift mich nicht immer einer an, also ich kann mich nicht durchkottern tatsächlich. Ach, sehr. B und Y, das, wie soll ich das denn machen? Das, ja, zwei Tasten gleichzeitig quasi. Das ist auf zwei nach gegenüberliegen. Achso, die sind die beiden wieder. Das B und Y ist. Schade, da war ich nicht so doof. Da merkt man aber wieder, dass ich mit Controller viel besser spiele, weil als ich es am PC gespielt habe, ich da nämlich voll drauf gegangen bin. Ja, ich komme halt mit der Maus-Tastatur einfach besser klar, weil ich da irgendwie Tastenkombination besser hinkriege. Das hättest du nicht tun sollen, Batman! Na, jeder Mensch hat ja so ein körperliches Gedächtnis quasi, also Bewegungen, ja. So wie so Musiker ja auch. Lieber aufgebaut! So viel geübt habe. Och ja, war ja klar. Na stimmt, wir haben ja auch einen Titanbehälter unterm Museum. Wurde ja angegeben. Oh, er freut sich offenbar nicht, dich zu sehen, Batman. Viel Glück. So, was machen wir denn da? Rüberspringen, wa? Achso, Ultra betäuben, jawohl. Genau, und wenn er auf dich zurennt, schreien und mit den Armen wehen. Nee, aber Batarang werfen. Weil dann wird er geblendet und rennt gegen die Wand. Batman aber auch kurz hochspringt, während er diese Schockwelle macht. Du stirbst jetzt, Batarang! Ah, den hab ich aber nicht erwischt mit dem Batarang. Das wird sehr wichtig. Du musst wahrscheinlich jetzt so schnell Batarang dann machen, ne? Ist hier aber auch diesmal keine Lebensanzeige angezeigt. Also das ist ein bei Arkham Asylum, da hat man immer oben rechts in der Ecke so ein kleines Symbol. Das ist direkt. Heute Nacht ist es. Hab ich direkt genutzt? Ja. Ja. Ach, verdammt. Jetzt betäuben. Ja, Mann. Wunderbar! Ein Träumchen! Erstmal den Staub wieder runterwischen. Das ist doch mal. Genau, was eben so ein bisschen untergegangen ist. Ich hab den Pinguin gefunden. Und Mr. Freeze, haben Sie das Heilmittel finden können? Noch nicht. Die Lage ist schlimmer, als ich dachte. Pinguin hat einen Vorrat der Titanformel. Er hat was? Wie hat der Titan von Arkham Island runtergekriegt? Was ist hier los? Ihre Biodaten schießen in die Höhe. Ihre? Nett, dass du uns hilfst, Oracle. Alfred, weih Barbara an alles ein. Natürlich. Aber... Ich melde mich. was gerade so ein bisschen untergegangen ist. Wir haben ja den einäugigen Söldner gesehen. Den Pinguin. Einarmigen. Der einäugige Söldner ist der einäugige Morgan. Genau. Anders. Den einarmigen Söldner, den einarmigen Banditen sozusagen. Und zwar ist es tatsächlich der Bruder von Mr. Hammer.
sind halt die Abramovici-Zwillinge. Abramovic, ne? Oder, sicher? Ich meine, das sind die Abramovici. Wird sofort geguckt. So. Jedenfalls finde ich es relativ witzig. Mr. Hammer hat halt einen Hammer und der andere kämpft halt mit so einer großen Klinge. Und Mist. Das sind dann halt, weil es so, ja, Mr. Abramovic. Vici? Mit I. Ach was. Das sind dann halt Hammer und Sichel und das sind halt Russen. Das finde ich halt irgendwie recht stupide, aber witzig. Nein, ich krieg immer Bremsen und Schub durcheinander. Und das scheint jedenfalls, die richtige Lücke zu sein. Wenn man richtig drauf geachtet hat und sich wundert, warum haben die denn beide nur einen Arm? Dem einen fehlt der linke, dem anderen fehlt der rechte. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass es einfach siamesische Zwillinge sind, die dann getrennt wurden und halt jeweils nur einen Arm deswegen besitzen, weil sie an den Schultern zusammengewachsen waren. Hältst du gar nicht aufladen? Nee, das stelle ich jetzt auch gerade erst fest. Huch. Wahrscheinlich gibt es irgendwo jetzt gleich noch eine Dingens. Noch einen anderen Kasten. Ja, genau, so einen Stromkasten. Guck mal, das können wir hacken. Das ist jetzt jurassisch. Triassisch hatten wir eben schon. Das ist quasi das, was man studieren kann. Genau. Das ist dieses komische Beamtensprech, was Anwälte immer sprechen. Das ist dann jurassisch. Guck mal. Da treibt wer drin rum. Und gleich mehrere Leute. Ja, schön. War auch Tine Wittler, glaube ich, die das hier eingerichtet hat. Wir richten uns eine Schurkenbasis ein. Oder Exhibit. Yo, Dog, I heard you like... Achso, wie bei Pimp My Ride? Ja, genau. Der ist das, ne? Ich glaube, wir hätten uns da draufstellen müssen. Ja, jetzt wo du das sagst, klingt das logisch. Was schon den da unten? Genau. Jetzt klicke ich aber fest. Nee. Achso, ich weiß, was das ist. Ja, genau. Musst du nur nicht, dass man tatsächlich auch an die Decke sprühen kann. Ich halte das auch für eine total dumme Idee, das so zu sprengen, aber... Ja, eigentlich hätte ich wahrscheinlich in Sicherheit gehen müssen. Aber wir sind Batman. Wonder City. So komische Steampunk-Roboter. Sind aber echt deutlich mehr als in Arkham Asylum, dieser Trophäen. Ja. Das habt ihr vorhin nicht gesehen, weil wir extra bewusst im Hauptmenü, also nicht im Hauptmenü eingestiegen sind, sondern quasi Terrors of the Deep. Deep. Genau. Alles falsch. Ja, das wurde ja auch schon häufiger angekündigt, dass es diese Ausstellung hier gibt, Schrecken der Tiefe. Ach so. Uhrzeitlich. Ups. Uhrzeitkrebse. Irgendwie scheint diese Zeitschrift auch sonst nichts zustande gebracht zu haben. Uhrzeitkrebs. Oh Gott, wie schlecht. Gibt's noch so ein nicht lustig Cartoon, wo ein T-Rex beim Arzt ist und der ist irgendwie so kariert. Also der T-Rex, nicht der Arzt. Und der Arzt hält halt ein Röntgenbild hoch und sagt, oh, schlechte Nachrichten, sie haben Uhrzeitkrebs. Und auf diesem Röntgenbild ist halt dieses Yps-Symbol irgendwie zu sehen. So, jetzt kommen wir hier theoretisch auch alles durch. Ne? Geht genau. Hier zu? Nee, ja. Aber ich denke, hier kommen wir einfach noch nicht rein. Hier kommen wir später. Da ist nämlich die Iceberg Lounge. Mhm. So, tada! Und da ist auch ein Stromkasten. Aber wir haben
Ach so, Moment, jetzt sehe ich das erst. Hier ist ein Stromkasten. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta. Das heißt, dies, was ich hier aus der Stromquelle nehme, da muss quasi da durch. Und zwar... Da durch dieses geschlossene Fenster. Genau. Uiuiui. Ja, okay. Aber den Strom haben wir gerade ausgemacht. Können wir den wieder anmachen? Ja. Ist ja anstrengend. Man das aber auch jedes Mal wieder einstellen muss. Es wird eine längere Folge heute für euch. So. Wir können auch mal eine Stufe aufsteigen, genau. Welchen nehmen wir denn? Den Energieverstärker, dass es nicht so lange dauert? Ah, den finde ich relativ unwichtig. Ach shit, den wollte ich gar nicht. Moment, Wayne. Guck mal, irgendwie beim Kampf. Verstärkten Gleitangriff nutzen wir auch sehr selten. Klingenduppen ausschalten. Das ist halt zum Beispiel sehr praktisch. Guck mal, das ist... Das ist... Zwischen den Wischbewegungen drücken. Okay, also wenn du dich von dem wegbewegst und Y gedrückt hältst, dann weichst du einfach nur den Schlägen aus. Wenn du dann jedes Mal kurz loslässt zwischen den Schlägen, dann schaltet er den auch aus. So. Ferngesteuerter Batarang. Wir wollen in die Eisblock-Box. Wollen wir diese Trophäe haben. Nein! Oh, ich wollte gerade sagen, beim ersten Mal. Aber knapp. Da so stolz ist schon auf mich, ey. Weil mit Controller geht das wirklich wesentlich besser, also für mich auf jeden Fall, als mit einer Maus. Aus, ja, tschakalaka. So. Sieht auch alle noch so lange bewusst es auch liegen, ne? Ja, ich glaube, wenn Batman mit denen fertig ist, mal, dann kommt er aber nicht rein. So kommen wir jetzt auch in den letzten abgesperrten Bereich. Sehr gut. Ein Batarang hält genug Spannung aus, um die Sicherungen zu überladen. Ja, aber das brauchen wir ja noch nicht. Nee, das ist ja noch geschmolzen. Ich wusste gar nicht, dass man durch diese Fensterscheibe einfach durchlaufen. Das war hier gerade die Tests einfach mal. Ja. Witzig, oder? Dass es aus der Eisblock-Lounge einfach alles so raus raffelt. Ja. Spricht für kein gutes Sicherheitskonzept. Nicht unbedingt. Moment. Ach nee, wir können ja hier durch. Ich wollte gerade sagen, wir müssen ja mit dem Aufzug dann wieder nach oben. Ja. Ich wollte gerade sagen, wie kommen wir denn jetzt weiter? Muss ich dann doch da durch oder das ist ja Quark? Das ist auch ein komischer Aufzug, den sie da irgendwie reingebaut haben, ne? Also ja. Was machen denn die normalen Leute? Ja, so. Das steht ja normalerweise nicht unter Strom alles, ne? Also die normalen Leute können ja normal die Treppe hoch. Aber, ich frage mich einfach, wer diesen Aufzug da reingebaut hat. Also, der auch Folterkammer. Schön. Ich würde sagen, was wir in der Folterkammer so finden, das schauen wir uns mal in aller Ruhe dann in der nächsten Folge an. Ja. Und dann haben wir auch wieder einige Aquarien hier zu bewundern. Guck mal, da vorne kannst du schon mal was springen. Ja, ich würde sagen, aber diesmal ohne Menschen jetzt hier drin. Na, das weiß ich ja nicht. Ist ja hier vorne. Hier vorne sind keine Menschen drin. Das ist doch mal was, oder? Genau, das ist schon mal ein bisschen... eine Verbesserung. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Macht's gut. Ciao.